I'm a true champion. Jo, Fliegemann, was ist los? Du bist so ein guter Torhüter, ja, aber irgendwie fehlt was. Ja, irgendwas fehlt. Versuch's mal damit. Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein besonderes Paar Handschuhe im Test. Genau, wir haben nämlich die Splash-Modelle von Catch & Keep dabei. Und ob sie es mit den Top-Modellen von Adidas und Co. aufnehmen können, seht ihr jetzt. Fangen wir als erstes mit dem Einstieg in den Handschuh an. Hier dauert das Ganze etwas länger, weil der Handschuh recht eng geschnitten ist, doch trotzdem sollte jeder in den Handschuh reinkommen, auch dank der Einstiegshilfe. Der angesprochene enge Schnitt liegt am Negative Cut des Splash-Modells, dadurch hat man beim Fangen und im Umgang mit dem Ball ein sehr direktes und nahes Gefühl zum Ball. Außerdem ist die Stabilität im Handschuh optimal, die Bandage sorgt für einen guten Sitz und man sitzt insgesamt sehr eng im Handschuh, ohne dass der Komfort verloren geht. Ein kleines Problemchen war, dass man im Handschuh relativ viel schwitzt, das ist aber nur ein kleiner Nachteil. Der Grip beim Catch and Keep ist wie zu sehen Weltklasse und auf einem Niveau mit den Top-Modellen. Direkt nach dem Auspacken hat man einen Mega-Grip, der super zuverlässig ist und das auch bei nassen oder schlechten Bedingungen. Für unter 60 Euro so einen Grip zu haben, hat uns wirklich völlig überrascht und macht den Handschuh absolut einzigartig. Beim Fausten ist der Handschuh durch die Punching Zone relativ stark gedämpft, da müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr eher mehr oder weniger Dämpfung wollt. Die Verarbeitung des Catch and Keep ist für einen Handschuh dieser Preisklasse auf jeden Fall gut, es gibt nach ein paar Einheiten keine herausstehenden Fäden oder ähnliches, Abnutzungen am Schaumstoff gab es wenig. Auch der Grip bleibt recht lange so stark wie zu Beginn. Allerdings ist die Haltbarkeit nicht ganz so gut wie bei zum Beispiel Adidas oder den Topmodellen. Unser Fazit zum Handschuh fällt super positiv aus, vor allem der enge Sitz und das direkte Ballgefühl zusammen mit dem herausragenden Grip zeichnen den Handschuh aus. Für den Preis werdet ihr keinen besseren Handschuh auf dem Markt finden. Wir bewerten den Handschuh mit 9,5 von 10 Punkten, da die Haltbarkeit noch nicht ganz perfekt ist und kleine Details wie die Belüftung noch minimal besser sein könnten. Falls ihr Interesse am Handschuh habt, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung. Bei Fragen schreibt Fliege und mir gerne bei Insta. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!